Ja, servus Leute, hallo zum neuen Video. Jeder von euch weiß ja, der einen Tesla fährt, man benötigt die App dazu, geht in die App rein, auf, zu, das Auto öffnen, schließen, Ladeklappe öffnen, schließen, etc., Frank öffnen und so weiter. Es gibt viele Beispiele dafür, dass das Ganze natürlich auch einfacher geht, zum Beispiel über Widgets. Das wissen wir ja schon. Ich habe auch schon mal ein Video drüber gemacht. Das heißt, man muss nicht explizit in die App rein, sondern kann direkt das Widget antippen, um einige Funktionen anzusteuern. Dass das Ganze aber noch viel, viel einfacher geht, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das ganze Video ist natürlich wieder für iPhone-Nutzer. iOS hat die Möglichkeit, mit Kurzbefehlen das Auto mit verschiedenen Funktionen auszustatten. Und es gibt wirklich eine ganze Liste davon. Und was ist der Vorteil? Man muss keine App mehr öffnen, man muss kein Handy mehr in die Hand nehmen. Das Ganze ist völlig kontaktlos. Ihr kennt ja die Situationen, wenn man vorm Kofferraum steht, man kommt gerade vom Einkaufen, hat die Hände voll mit Wasserkästen oder mit dem Einkaufskorb und man möchte halt einfach jetzt schnell den Kofferraum öffnen. Da muss man immer erst alles abstellen und dann den Kofferraum öffnen. Aber dass das Ganze auch einfach geht, das zeige ich euch jetzt. Hey Siri, Kofferraum öffnen. Hey Siri, Kofferraum schließen. So Leute, ich habe jetzt dafür kein Handy in der Hand. Mein Handy ist in der Tasche. Es ist auch nicht geöffnet. Es ist im Standby-Modus. Man muss einfach nur Hey Siri sagen und dann die Funktion, diesen Kurzbefehl ausführen. Und dann kann man den Kofferraum öffnen und schließen. Und das geht natürlich auch für viele andere Funktionen. Das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Hey Siri, Ladeklappe öffnen. Ladeanschluss geöffnet mittels Elektro-Driver. Hey Siri, Ladeklappe schließen. Ladeanschluss geschlossen mittels Elektro-Driver. Das, was man jetzt gerade gehört hat, das ist mein Handy in der Hosentasche. Ich habe das jetzt auf ganz laut gestellt, damit ihr das einmal hört, wie Siri darauf reagiert. Und ihr müsst euch immer wieder die lästigen Situationen vor Augen halten. Man muss ständig ein Handy aus der Tasche ziehen, man hat aber gerade irgendwas anderes in der Hand, ein Ladekabel etc., keine Ahnung. Man muss zum Beispiel in den Frank, hey Siri, Frank öffnen. Driver vorderer Kofferraum geöffnet. Und schon geht der Frank auf. Hey Siri, Tür öffnen. Elektro-Driver entriegelt. Und schon hat er das Auto entriegelt. Hey Siri, Tür schließen. Elektro-Driver verriegelt. Und schon ist alles verriegelt. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, wie man das einrichtet, das zeige ich euch jetzt ganz kurz in einem Tutorial. So, wir gehen in die Kurzbefehle-App, oben rechts auf Auswählen und dann Aktion hinzufügen. Dort kann man dann einen neuen Sprachbefehl eingeben. Wir geben hier Tesla ein. Mach das Ganze mal schön langsam, damit das jeder mitverfolgen kann. Und dann kommen auch schon alle möglichen Befehle raus, die hier in dieser Kurzbefehl-App für Tesla gespeichert sind. Und das sind wirklich eine ganze Menge. Und das ist echt enorm. Man hat wirklich ja fast die ganze Palette an Funktionen, die man dann über Sprachbefehl laufen lassen kann. Ihr könnt dann irgendeinen auswählen, je nachdem auch wie viele ihr davon haben wollt. Ich habe jetzt bloß, glaube ich, 5 oder 6 Stück davon gewählt. Die allerwichtigsten. Könnt euch dann auch das so einstellen, damit auch ja das diesen Namen dann auch hat, so wie man es auch spricht, zum Beispiel wie ich jetzt Kofferraum öffnen, dann kommt, steht auch wirklich hier oben, kann man das Ganze umbenennen und dann könnt ihr das so reinschreiben, wie ihr wollt. Ich habe da zum Beispiel ja hier Ladeanschluss öffnen,
einmal für Öffnen und dann den gleichen Kurzbefehl nochmal für Ladeanschluss schließen. In diesem Fall hier dann für Kofferraum öffnen zum Beispiel habe ich auch einen mir abgeändert für Kofferraum öffnen und dann Kofferraum schließen. Also ihr könnt euch das genau so individuell, wie ihr halt ja umgangssprachlich mit eurem Tesla sprecht, könnt ihr euch das dann genauso auswählen, wie Siri es dann versteht. Und Siri setzt es dann genauso um, wie ihr hier oben dann diesen Befehl eingegeben habt. Und dann kann man das Ganze hier abspeichern auf Fertig. Und schon ist das Ganze aktiviert. Und ihr könnt, wie gesagt, so viele ja, Möglichkeiten auswählen, so viel, wie ihr auch wirklich haben wollt. Und dann ist das alles gespeichert. Also ich finde, das ist natürlich viel, viel einfacher, wie jetzt über die App oder über ein Widget zu gehen. Man muss wirklich das Handy nicht mehr anlangen. Man muss auch Siri so voreinstellen, damit zum Beispiel Siri darauf anspringt, wenn das Handy jetzt in der Hosentasche steckt, mit Kopf nach unten, also Handy Kopf nach unten. Das kann man alles nochmal in den Einstellungen so einstellen, damit Siri auch wirklich auf deinen Sprachbefehl reagiert. So Leute, das war jetzt ein kurzes Tutorial zu diesem Thema. Ich finde, das Ganze erleichtert natürlich ja, den Zugriff auf einen Tesla. Viele, viele Funktionen sind dort hinterlegt, wo man einfach kein Handy mehr in die Hand nehmen muss, wo man schnell Zugriff aufs Auto hat, wo man schnell den Kofferraum schließen kann und. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, diese Kurzbefehle zu nutzen. Ich finde, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also alle, die iPhone-Nutzer sind, iOS, Kurzbefehle haben, für die ist das auf jeden Fall eine mächtige Erleichterung. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Video. Servus.